Wenn wir über besondere Uhrenmarken sprechen, wenn wir über Marken sprechen, die wir im Portfolio haben, die aber vor allem auch bei den Enthusiasten und bei der Community eine Begeisterung entfachen, dann müssen wir darüber hier in unserem Podcast sprechen. Und gerne sprechen wir natürlich auch über unsere eigenen Meinungen, aber immer ist es besser, wenn wir es schaffen, auch Experten zu gewissen Themen dazu zu bringen und der Community zu präsentieren. Einen solchen Experten haben wir heute dabei, und zwar den Jörn Kengelbach. Die von euch, die Alt ja schon ein bisschen länger verfolgen, kennen ihn vielleicht noch oder kennen das Gesicht vielleicht auch noch aus unseren Streams von unserer Ladeneröffnung in Berlin, wo er dabei war als Gast für einen Talk. Und ich habe mich daran erinnert, dass wir da einen sehr, sehr schönen und tiefen und fundierten Talk hatten und wo extrem viel Inhalt zurückkam zum Thema Cartier. Über die Marke wollen wir heute sprechen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir dich dabei haben, Jörn. Herzlich willkommen beim Altherr-Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Benedikt. Ich freue mich auch sehr. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und dein Weg hat sich ja auch seit der Ladeneröffnung ein bisschen entwickelt. Du bist natürlich immer noch der Uhrenindustrie treu geblieben. Vielleicht, wenn du einen kleinen Abriss geben magst, wie wir hier heute zusammengekommen sind und was du heute machst und wie vielleicht dein Weg auch in die Uhrenindustrie war, einfach nur kurz für die dich noch nicht kennen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe im Prinzip ja das Glück, schon seit 20 Jahren mich mit dem Thema zu beschäftigen. Vor 20 Jahren genau habe ich bei GQ mal angefangen und da gab es einen sehr, sehr versierten Uhrenexperten, mit dem ich auch immer noch zusammenarbeite. Der hat mich sozusagen in das Fachgebiet eingeführt und so hatte ich immer diesen Kontakt zu Uhren, habe ja verschiedene Bereiche dort geleitet und bin dann, habe die Uhren-Specials von GQ, als digital gerade im Aufstieg war, geleitet. Das war alles noch good old print. Und bin aber jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr da, habe verschiedene Chefredaktionen inne gehabt, unter anderem Rob Report, also auch dort Luxus, Ultraluxus aus Amerika kommt. Und habe mich natürlich im Zuge Covid gefragt, womit würde ich mich denn in Zukunft medial auseinandersetzen? Und da war eigentlich die klare Antwort, es muss digital sein, es muss ein digitales Magazin sein, es muss eine digitale Plattform sein und es sollte auch meine Muttersprache berücksichtigen. Und ich bin zu Swiss Watches gekommen. Das Magazin, das ich einerseits gut kenne, weil der Mitgründer Nico Bandel war mein Mitarbeiter bei GQ. Zum anderen, weil es für mich in Deutschland eine echte Instanz ist und darüber hinaus, denn alle Inhalte sind zweisprachig oder werden auch übersetzt. Also eine starke Workforce, die man echt braucht, um ja in die Tiefe dieser Marken und auch einer Marke, über die wir heute sprechen wollen, zu gehen. Also das kann ich nur unterschreiben. Ich habe dir auch damals zu dem Schritt gratuliert. Swiss Watches Magazine, für die von euch, die das Magazin noch nicht kennen, es ist zweisprachig und wahrscheinlich, vor allem wenn man sich die Stories anguckt, auch die Verdrahtung zu den Marken und dieser Blick hinter die Kulissen. Und ich will auch heute ein, zwei Blicke hinter die Kulisse bei Cartier wagen, denn ihr habt da ein paar tolle Beiträge dabei, die wir euch natürlich auch gerne in das Swiss Watches Magazine verlinken. Das ist ein Blog, ein Magazin, den ich euch unbedingt ans Herz legen muss, weil da ist wirklich fundiert und meistens einfach Beiträge, wo man 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten dran sitzt, wirklich die Sachen komplett durchrecherchiert. Echt cool und schön, ja, dass da dein Weg sich weiterentwickelt hat. Lass uns über Cartier sprechen. Und eine Sache, die mir noch gekommen ist, tatsächlich auch nach unserem Meeting das letzte Mal, habe ich von deiner Zeit bei Rob Report auch den Besuch bei Roger Smith gesehen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Da gibt es ja nicht viele, die da im Workshop mal waren. Also auch tolles. Bevor wir da einsteigen, das ist das Bizarre an der Geschichte, wenn man sich lange mit dem Thema Uhren beschäftigt. Ich erinnere mich noch dran, da habe ich ein Uhren-Special bei GQ gemacht. Da rief mich ein Autor an und sagte, ja, da gibt es so einen verrückten Uhrmacher in England. Ich meine, die Wiege der Uhrmacherei liegt in England. Das wissen viele, die sich mit Uhren auseinandersetzen. Aber in den letzten 100 Jahren oder 50 Jahren ist nicht mehr so viel passiert. Und dann aber doch. Und ich erinnere mich noch, wie gesagt, gibt es die berühmte Koaxialhemmung George Daniels, das war der Lehrer von Roger Smith. Und der sagte, ja, wir können ein Interview mit dem haben. Ich kannte den nicht und ich weiß noch, wie der Chefredakteur so, das ist ja keine große bekannte Marke, was machen wir denn da? Wir haben also es wirklich geschafft, einen Fotografen und einen Autoren dorthin zu schicken. Und wir haben tatsächlich das letzte Interview mit George Daniels geführt, denn der arme Mann ist 2 Wochen später verstorben. Und daraufhin haben wir gesagt, 10 Jahre später bei Swiss Watches hat der Nico gesagt, wollen wir nicht zu seinem Schüler fahren, 10 Jahre zum 10-jährigen Todestag und mit ihm über den einzigen Schüler, den er je hatte, mit ihm über Feinuhrmacherei reden.
Und wenn wir uns gerade die Auktionsergebnisse von Roger Smith und George Daniels Uhren angucken, wissen wir, was für Legenden die beide sind, der eine lebend, der andere nicht mehr. Also es war für mich auch eine sehr, sehr beeindruckende und emotionale Reise. Das kann ich gar nicht anders sagen. Also von daher, ja, wir versuchen diese Feinuhrmacherei über, sage ich mal, die Jahrzehnte so mitzubegleiten und in der Tiefe reinzugehen. Und ich sage immer, wer sagt denn, dass Long Read in digital nicht funktioniert? Die Leute, die Bock drauf haben, mögen das einfach, ja. Absolut. Man will rein in die Geschichten. Und eine Geschichte, die ihr auch in diesem Jahr sehr ausgeschlachtet habt, also wo ihr wirklich viel Content zugemacht habt und wo ihr auch hingefahren seid und diesen Blick hinter die Kulissen bekommen habt, ähnlich wie damals in England, war eben Cartier. Deswegen war das Timing wirklich jetzt perfekt auch, dass wir gesagt haben, komm, lass uns das gemeinsam machen. Auch da warst du in Le Locle. Ich glaube, du meintest zum ersten Mal auch sogar vor 10 Jahren schon. Wie hast du so vielleicht die letzten 10 Jahre der Marke Cartier sowohl vor Ort bei denen, aber auch im Markt beobachtet? Wie würdest du das so beschreiben? Ja, atemberaubend kann man das nur beschreiben. Also ich muss sagen, genau, dass den Metier-D'Artikel, also die haben ja sozusagen ihre Kunsthandwerker, das ist, glaube ich, noch nicht ganz so lange her. Da war ich zu Rob Report-Zeiten, davor war ich aber schon mal in der Hauptmanufaktur, die ja deutlich größer ist, die vor gut 15 Jahren eröffnet wurde, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere. Ja, der Aufstieg von Cartier ist wirklich einer der beeindruckendsten, würde ich sagen, der letzten Dekade. Vor allen Dingen aus dem Grund, dass ich Cartier noch kenne, bevor dieser Hype, den wir jetzt in den letzten, sage ich mal, 2-3 Jahren erleben, so richtig eingesetzt hat. Und das ist ja eigentlich auch das immer das Interessante. Wie ist dieser Hype zustande gekommen? Wo kommt das jetzt her, dass alle Leute plötzlich Cartier tragen wollen? Ich war neulich im Bucherer Store in Las Vegas. Da kam wirklich ein Mann, also ich meine, Las Vegas ist Las Vegas, da kam einer in Badeschlappen rein, hatte ich das Gefühl, ging zu Certified Pre-Owned, wollte unbedingt eine Rolex, eine Vintage Rolex kaufen und innerhalb von, ja, der ist zweimal rausgegangen, aber innerhalb von einer Stunde hat der Verkäufer geschafft, ihn auf eine nagelneue Santos von Cartier zu polen, wo ich mir schon sage, das ist schon ein echter Move, aber gut, das sind jetzt andere Geschichten. Cartier hat es wirklich geschafft und kann es sich auch leisten zu sagen, wir sind die Firma, die eigentlich immer kontinuierlich an Themen arbeiten und einfach immer reflektieren, wo die Reise hingeht. Und wir haben im Vorfeld schon kurz darauf gesprochen, dass Cartier auch jetzt schon, da bin ich mir sehr sicher, weiß und ahnt und voradaptiert, wohin der Trend die nächsten Jahre gehen wird. Und ja, man muss sagen, Cartier ist da wirklich das wichtigste Powerhouse, was Trends in der Uhrenindustrie angeht und auch das Powerhouse, das eben Trends mitnehmen kann. Es gibt ja Marken, sind wir uns, glaube ich, auch alle bewusst, die Probleme haben, Trends zu folgen, weil sie halt nun mal nur eine Richtung, ich sage immer One Hero Watch, haben und die kann man halt nicht einfach mal shiften. Aber Cartier hat, ich würde mal sagen, 2 Hände voll Design-Ikonen, die man eben auch adaptieren kann, die man wieder hervorholen kann. Und das macht diese Marke so unique. Und ja, und am Ende des Tages befinden wir uns natürlich auch beim Erfinder der modernen Armbanduhr. Ja. Mehr dazu ist nicht zu sagen. Diese 2 Hände voll ikonischer Uhren im Portfolio. Und was, wenn man auch in die Historie so ein bisschen reinguckt, wie die diese Uhrenkollektion oder Familien auch entwickelt haben. Das Beispiel jetzt bei der Santos, das liegt auf der Hand. Ich habe zum Beispiel eine sehr moderne Variante am Handgelenk, auch wirklich im 21. Jahrhundert angekommen ist. Genauso hast du aber sehr originalgetreue Modelle wie eine Santos Dumont in der Sammlung oder in der Kollektion, die wirklich ganz stark an das erinnern, was damals am Anfang des 20. Jahrhunderts getragen wurde. Das sehr, sehr vorsichtig weiterzuentwickeln, aber trotzdem mit der Zeit zu gehen, Stahlarmbänder, die dann in den 70er Jahren eingeführt wurden. Aber neben der Santos und neben der Tank auch, hast du ja viele andere Modelle, die dann mal aufploppen, aber dann wieder verschwinden. Wir haben es häufiger auch bei uns in den Streams, dass Community-Mitglieder sagen, hey, was ist eigentlich mit der Drive passiert? Also ja, die Drive war eine Zeit lang im Katalog, tolles Gehäuse, tolle Form, also wirklich eine super sportliche Uhr, würdest du fast sagen, passt voll in den Zeitgeist aktuell. Aber Cartier hat gesagt, hey, wir nehmen die mal runter, geben der ein bisschen Zeit, vielleicht, dass das dann irgendwann als Überraschung auch wieder zurückgebracht werden kann. Ist das was du häufiger beobachtest hast auch bei Cartier? Ja, das haben wir häufiger gesehen. Wir haben
ja verschiedene Schritte oder Evolutionsstufen in den letzten 20 Jahren erlebt bei Cartier. Das sicherlich wichtigste Schritt war ja, Cartier erstmal, sag ich mal, überhaupt zur Vollmanufaktur zu machen. Und das hat man eben, sag ich mal, so strategisch gemacht, wie es heute die gesamte Branche natürlich auch nachmacht. Aber man hat es eben mehr oder weniger mit den 2000ern begonnen. Und ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, ist ja wirklich so, dass Cartier seit 1853 bereits Uhren im Programm hat. Also wir reden hier von 170 Jahren. Und dennoch hat Cartier, also der größte Zulieferer und der bekannteste aus den Anfangsjahren und auch der längste Vertrag mit einem Uhrenhersteller war ja mit Jaeger oder später dann Jaeger LeCoultre. Die haben, glaube ich, 25 Jahre lang exklusiv Cartier beliefert und dadurch sind auch viele, viele Ikonen überhaupt erst technisch möglich gewesen, weil es ja immer diese Verbindung gibt, schönes Design ist gut und schön, aber wenn du das Uhrwerk nicht reinbringst oder das passende Uhrwerk gar nicht produzieren kannst, hast du halt keine Chance. Und diese letzten 20 Jahre sind insofern wichtig, weil Cartier eben erstmal nach innen geschaut hat und gesagt, wir müssen diese Kompetenz reinholen ins Haus, haben dann ihre Manufaktur und ihre Fertigung aufgebaut. Und Cartier ist auch eine der wenigen Manufakturen, die übrigens auch Quarzwerke herstellen, selber herstellen. Das habe ich mir selber mal angesehen, das ist sehr beeindruckend. Das machen viele natürlich nicht. Und so hat man das Schritt für Schritt angegangen und hat sich dann die Möglichkeit erschaffen, eben immer weitere Modelle zu bringen. Also ich sag mal, für mich war es zum Beispiel auch wieder sehr bezeichnend, dass man eben mit dieser Begeisterung für Mechanik, dann hatte man einen, das hieß dann selber Think Tank, in Analogie zum berühmten Uhrtank, hatte man ja ein eigenes Gebäude mit eigener Entwicklung, hatte top, top, top Uhrmacher geholt und hat dort High-End-Werke rausgebracht und hat dann aber gemerkt, und das finde ich, das ist das Bedeutende an dieser Firma, hat dann gemerkt, als man die Calibre rausgebracht hat, eine sehr, sehr mutige Sportuhr, rund, römische Ziffern, eigentlich total schicke, heute würde man wieder sagen, das kommt jetzt gerade, eine total schicke Uhr hat man komplett aus dem Programm genommen, die gibt's ja gar nicht mehr, kriegt man natürlich Vintage oder gebraucht, weil man erkannt hat, dass man mit den Ikonen besser arbeiten kann und den Zeitgeist, den wir jetzt haben, in einer Instagram-Welt viel besser abholt, dass diese junge Generation erstmal die Ikonen verstehen muss, bevor man neue Uhren einführt. Für Sammler ist das kein Ding. Ne? Für die ist die Tonk und die Santos und die Pascha, sind diese Modelle und die, vielleicht auch die Ballon Bleu, die ja jünger ist, sind inzwischen alle gesetzt. Aber für die junge Klientel und für die nächste Generation sind diese Uhren ja gar nicht bekannt. Also man muss sich erst ein Buch kaufen, damit man überhaupt einsteigt. Und das ist das Problem, das Cartier erkannt hat, zu sagen, hey, wir müssen erstmal in den Köpfen für unsere Klassiker stehen, bevor wir den Leuten was bringen, was sie vielleicht nicht verstehen und die Marke dann falsch verankert ist. Das weißt du natürlich bei Altair besser, dass es ganz schwierig ist, die Leute von solchen vermeintlichen Überzeugungen so wegzubringen. Ja. Du musst da immer mit dem Fluss gehen. Ich sage mal, man muss natürlich auch Wellen irgendwo reiten, ne? Aber klar, du musst auch das richtige Surfbrett haben in der Analogie. Und ich finde es spannend, wenn ich so gerade drüber nachdenke, dass du sagst, den jungen Leuten die Ikonen näher bringen. Das tust du natürlich nicht, wenn du da ein handgefertigtes Manufakturkaliber reinbaust, was die Uhr dann irgendwie 30.000 Euro wert sein lässt. Aber wenn du die Ikone mit einem Quarzwerk ausstattest, also dann machst du die Sache natürlich erschwinglicher. Dann kommst du in den Markt rein und sagst, okay, 3.700 Euro für eine Tank, dann habe ich einen absoluten Designklassiker und ich kann dir all die Bilder zeigen von den großen Persönlichkeiten, die schon über die letzten 100 Jahre getragen haben. Aber ich breake nicht die Bank, dass ich jetzt mein ganzes Gespartes dafür aufgeben muss oder da Richtung 10.000 Euro schiele. Ist das die Strategie? Glaubst du, dass das so auch der Weg ist, um diese neue Generation anzusprechen, indem du durch Quarzwerke das... Ist das ein accessible luxury? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist ja beides. Also einerseits kann ich eben mit dem Quarzwerken einen Einstieg machen und ich kann mich aber sofort auf das Thema Manufaktur stürzen, sobald ich das Budget habe. Zum anderen, wie gesagt, es ist total authentisch. Auch andere große Marken stellen noch, also nehmen wir jetzt Patek, ne, haben auch noch immer Quarzwerke im Programm. Klar. Also da braucht man sich überhaupt nicht zu verstecken. Ich glaube, dass es nicht unbedingt ums Quarzwerk per se geht, sondern es geht tatsächlich bei Cartier immer um das Thema auch der Tragbarkeit. Ich glaube, das Problem ist bei ganz vielen Marken, in dem Moment, wo ich die Leute mal an das Produkt gewöhnt habe und sie tragen es am Arm, dann ist es viel schwieriger oder tut man sich viel schwerer, die Marke zu wechseln. Und das ist eine hohe Schule oder Kunst,
das Leuten zu vermitteln und zu sagen, hey, wenn ich mal etwas mag am Arm und auch dafür wahrgenommen werde unter Freunden und Bekannten, dann wechsle ich das nicht einfach, weil eine Uhr ja viel mehr ein Teil der Persönlichkeit ist. Ich erinnere mich noch daran, dass ich zu GQ-Zeiten mal eine Tragetank hatte. Und das war ja, wie gesagt, vor den 2010er Jahren, wenn wir uns überlegen, damals waren erstens Uhren noch nicht ganz so hip, aber es war vor allen Dingen, bei Cartier warst du, wenn du eine Tank getragen hast, auch wenn es ein feiner Anlass war, weil es ist eine tolle Anzuguhr, weil sie schön flach ist und schön unter die Manschette passt. Aber ich wurde so viel drauf angesprochen, also von, du trägst eine Damenuhr, warum eine rechteckige Uhr? Die Uhr hatte so eine Aufmerksamkeit, dass ich gedacht habe, das kann ja gar nicht sein. Ja, wenn ich mit einer ganz normalen Dreizeiger-runden Stahluhr rumgehe, spricht dich keiner drauf an. Sobald du sowas trägst, auch gerade bei Männern war das dann interessant, die Frauen haben das sofort wahrgenommen, haben das für Eleganz gehalten, haben das für Weitläufigkeit gehalten. Und ja, ich meine, am Ende des Tages reißt du dich halt ein. Also die Tank bleibt die Tank, ob sie Quarz ist oder nicht, weil die Uhren sind ja identisch und gibt's auch in identischen Größen. Und ich habe es vorhin nochmal gelesen, ich fand es so lustig, dass John F. Kennedy, der hat ja auch viel gesagt, aber dass er tatsächlich ja gesagt, dass die Franzosen zwei Geschenke den Amerikanern gemacht hat und eins davon ist die Freiheitsstatue und das andere sei die Cartier-Tank. Das fand ich eine ziemlich gute Aussage von so einem Präsidenten. Stark, den hatte ich auch noch nicht gehört, das finde ich cool. Also glaubst du, das ist auch so der Erfolgsfaktor, früh die Zeiten der Zeit erkannt, Manufaktur zu gehen, und da stimmt, also da pflichtet dir mit Sicherheit unsere ganze Community bei, das ist ein Riesenthema, dass du einfach Inhouse-Kompetenzen hast, dich deine Werke auch Inhouse weiterentwickeln kannst. Das hat einfach dieses komplette vertikal integrierte, dass alles aus einer Hand kommt, das hat einfach einen Wert. Im Luxus willst du einfach viel Kontrolle, um die Qualität vor allem zu kontrollieren, total nachvollziehbar. Die Ikonen greifbar zu machen, auch der neuen Generation und neue Kunden ranzuführen und dann Innovation wahrscheinlich, oder? Das ist doch also trotzdem Solarbeat auch dann bei der Tank im gleichen Look, dann trotzdem Solar zu arbeiten, das ist wahrscheinlich der nächste Schritt, oder? Ja, und das beste Beispiel war für mich der Relaunch der Santos eigentlich. Denn ich meine, du hast die erste Armbanduhr. Du hast, sagen wir mal, Armbanduhr für Männer, ja, es gab ja schon Armbanduhren auch für Frauen vorher. Das geht ungefähr ja bis 1860, 50 zurück. Es gab ein paar frühe Militäruhren und so weiter. Aber du hast eigentlich die erste moderne Armbanduhr. Und jetzt kommst du in unsere Zeiten und sagst dir, okay, wie kann ich das entwickeln? Du kannst das Design gefälliger machen. Du machst die Bandanstöße noch für alle Handgelenke passen, machst verschiedene Größen. Auch da, Cartier ist ja eine der wenigen Marken, wenn wir uns so die Trends ansehen, die immer von S bis XL Uhren anbieten in Ikonen. Und das musst du erstmal schaffen, weil viele Uhren, wissen wir auch, sehen halt ehrlich gesagt nicht gut aus, ob sie jetzt 44 oder 39 Millimeter haben. Das gelingt nur ganz wenigen. Also auch da einfach sagen, hey, wir sind immer Unisex und wir haben eben diese Größenapplikation oder Größenanwendung. Aber was ich besonders stark bei der Santos fand, und das habe ich es damals tatsächlich bei Rob Report mit einer Apple Watch zusammen fotografiert, das war das Schnellwechselsystem am Armband. Da bringst du diese Uhr raus und sagst einfach, was wollen die Leute denn heute? Das ist doch genau der Punkt. Ich trage heute eine blaue Weste, da möchte ich aber vielleicht ein blaues Zifferblatt dazu tragen oder ein blaues Lederband. Und dass die Leute heute natürlich gewohnt sind, Dinge so wie im Digitalen schnell zu wechseln, das war ja bei Armbanduhren, muss man auch fairerweise sagen, bis die Apple Watch rauskam, und ich würde sagen, bis dann Cartier gesagt hat, wir machen dasselbe für Armbanduhren und wir machen das genauso praktisch wie bei elektronischen Zeitmessern, war das undenkbar. Da haben alle gesagt, nee, das geht nicht und das hält nicht und dann fällt die Uhr runter und dann sind Garantiefälle. Und dann haben die ein System, wo du einfach nur auf ein Knöpfchen drückst und du wechselst das Armband und zwar auch das Stahlband. Und das ist genial, das ist smart integriert. Und das ist für mich so diese Modernität, zu sagen, wo können wir denn in der Uhr innovieren? Die Tank mit dem Solarbeat-Zifferblatt. Es ist ein weißes Zifferblatt, das trotzdem eine Batterie hat, die, ich glaube, wenn du sie nicht bewegst, auch noch ein Jahr hält oder ein halbes Jahr. Also du kannst die Uhr auch einfach in der Schublade mal verschwinden lassen, was zu schade wäre. Aber sie sieht identisch aus zum Original. Und das ist genau dasselbe bei der Santos. Man hat nicht den Preis bezahlt jetzt, dass das irgendwie komisch aussieht oder dass das irgendwie nicht gut wirkt, sondern die Uhr ist absolut identisch. Klar, ist nicht bei, ich kann es natürlich auch übers Armband selber integrieren, wie bei der Santos Dumont und dann gibt's die Santos de Cartier. Also, und das ist vielleicht noch der letzte Fall, den ich noch sagen möchte, ist das Thema, dass man
die Uhren entwickeln sich ja über die Jahrzehnte. Dann werden sie größer, dann kriegen sie andere Materialien, dann verändert sich das Design und der Geschmack und man passt sie ja so alle 10 Jahre, würde ich jetzt mal sagen, bei einigen Marken vielleicht ein bisschen früher an. Aber Cartier bringt auch immer wieder, wenn man historisch neue Fakten hat, wenn man die Archive nochmal studiert, immer wieder Modelle, die sehr nah am Original sind. Und das ist bei der Santos ja auch so, bei der Tank ist es jetzt ja auch schon wieder passiert. Und dadurch kriegt man halt die Sammler auch wieder hin, weil ich meine, wir dürfen nicht vergessen, von der Santos sind, glaube ich, die ersten, die verkauft wurden, waren dann 10 Stück. Also es galt damals ja schon als Serie. Von der Tank waren es, glaube ich, 19 Stück, die nach wenigen Wochen dann, als sie dann in Paris im Ladenladen dann auch verkauft waren. Und das war, glaube ich, dann erst 1919, auch wenn sie ein bisschen früher als Uhr erschien. Also da ist immer noch eine Spanne dazwischen. Und von diesen frühen Modellen ist ja nicht viel da. Also da gibt's eigentlich gar nichts mehr. Also auch Cartier hat zum Beispiel leider nicht die erste Santos und hat auch nicht die erste Tank, weil man sie eben verkauft hat, was ja auch richtig ist. Also aus und die Prototypen hatten damals nicht den Wert, dass man sagt, wir heben das alles auf, auch wenn man viel aufgehoben hat. Und das zeigt mir eben auch, dass Cartier verstanden hat, dass man natürlich die Sammler immer wieder zu den Wurzeln zurückbringt. Und wer kann sich das schon erlauben, sein Original zu zeigen? Weil viele verstecken das dann auch gerne, weil es vielleicht nicht so sexy war, wie es heute ankommt und auch nicht so clean, sondern eben so war, wie man damals Uhren gebaut hat. Vor allen Dingen von Hand. Du hast in der Geschichte von Cartier diese ganzen Klassiker und Design ist definitiv eines der Merkmale oder eines der Erfolgsgeheimnisse, würde ich sagen, der Marke Cartier. Und über die Jahre hinweg haben die es immer wieder geschafft, die richtigen Designer an ihre Werke zu lassen. Das war dann am Anfang oder Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Santos und mit der Tank war dann Louis Cartier selber. Also da hat der Chef hat das selber gemacht. Später dann mit der Pascha zum Beispiel haben sie Gérald Genta, die Industrielegende, dabei gehabt. Aber auch im Schmuck haben sie die Madame Tussaud hat da absolut ihren Stempel aufgedrückt in der Marke. Welche Relevanz, glaubst du, hat das Design-Team bei Cartier? Ich habe da keine Ahnung. Vielleicht hast du da Insights, wie auch da im Design gearbeitet wird. Heute vielleicht anders als damals. Hast du da Erfahrung? Also ich weiß, also zumindest ist es ja in den Anfangsjahren, ist es ja legendär, dass Louis Cartier, also der Enkel des Gründers, dass der sehr schnell erkannt hat, dass natürlich die Funktion einer Uhr super wichtig ist, aber dass das Design eigentlich sozusagen die Funktion dem Menschen irgendwie nahe bringen muss. Ne? Das haben die schon bei Tischuhren gemacht und die haben ja immer spielerisch auch damit gearbeitet. Also nicht nur funktional aus dem, was ideal ist, sonst wäre vielleicht die Santos auch nicht eckig gewesen. Aber man hatte eben schon eckige Formwerke, man hatte eckige Zifferblätter und die Ablesbarkeit ist sicherlich sensationell. Also das Design spielt eine entscheidende Rolle. Wir sprechen ja heute auch von verschiedenen Design-Ikonen bei Cartier. Und es ist ganz interessant, was du sagtest mit Gérald Genta. Und da kommen wir ja vielleicht auch so ein bisschen auf die Frage, was sind denn eigentlich so die nächsten Trends? Das wollen ja immer alle gerne wissen. Mhm. Ich finde es total spannend, wenn wir uns Gérald Genta ansehen und diese totale Radikalität in diesen funktionalen 70s und späten 60s Uhren, die er ja gezeigt hat und die bis heute, sage ich mal, integrierte Bandanstöße, Stahl, dieses ganze Thema, das wir heute haben, die, sage ich mal, klassische moderne Uhr, wie sie als Luxusuhr heute ja auch gehypt ist und wie sie alle haben wollen und jahrelang teilweise drauf warten. Und dann kommt er und macht 1985 eine Uhr wie die Pascha, wo man sich ja erstmal schüttelt und sagt, sag mal, wie kommt der denn darauf? Ich meine, abgesehen davon, dass Gérald Genta in seinem Leben, glaube ich, 3000 oder mehr Uhrendesigns gemacht hat, da gibt's ja verschiedene Geschichten, weil man damals eben mit einer Zeichnung zu einer Uhrenfirma gegangen ist und gesagt hat, ne, die haben das abgekauft, haben ihm ein bisschen Geld gegeben und dann war das Design bei der Firma. Aber dass er dann an Cartier eine Uhr bringt, die, würde ich sagen, mal so anders ist zu dem und gar nicht diesen Charakter hat, eher filigran, dann mit diesem Kronenschutzaufhänger, die es dann später mit einer Gittervariante gab, was ja an frühe Taschenuhren, die halt für Militärzwecke verwendet wurden, erinnert, dass man da also so ganz opulent und anders ranging und wirklich so die eigentlich ja für meine Begriffe genau in die Zeit passt. Wir dürfen ja nicht vergessen, damals kam die erste Swatch raus, ja, und dann bringt er die Pascha, also Quarz, ich will nicht sagen billig, aber schlichtes Design, reduzierte Teile
Und das war so der Trend der Anfang 80er, ja. Und plötzlich kommt dieser Gegentrend eben, damals noch Chrono Swiss auch, ne, plötzlich geriffelte Lünetten, die gute Uhr wurde plötzlich wieder zelebriert. Und das zeigt mir eigentlich, dass Cartier immer begriffen hat, wann ist der richtige Zeitpunkt für sowas. Weil der eigentliche Konkurrent, und das ist auch wieder interessant, gegen die Royal Oak und andere Uhren war ja eigentlich die Santos, die es dann sogar in oktogonalen Shape gab, auch als Quarzuhr, aber die man sozusagen wirklich ja auch mit verschraubten Bandgliedern so richtig martialisch ausprägte. Und plötzlich bringt man eben die Pascha raus, die eben auch irre vorgestellt wurde. Ich glaube, der DJ, der die damals präsentiert hat, der ist in New York mit einem Ballon, der hat auch vom Ballon aus aufgelegt und 500 Gäste haben die dann irgendwie unten in New York gefeiert. Wurde auch schnell ein Erfolg, weil auch da wieder dieser Zeitgeist getroffen wurde und es zeigt eben, dass wir auch immer in Wellen leben und ich bin mir ja ziemlich sicher, dass die nächste Welle eher in Richtung Pascha gehen wird, also in Richtung Opulenz. Warum glaube ich das? Weil diese Raffinesse, die fehlt so ein bisschen, weil wir ja heute in der Welt leben und da sind wir wieder bei Cartier und Mode, was ja auch viele Inspirationen hat. Santos Dumont war zum Beispiel auch eine Mode-Ikone, als er die Santos bestellt hat oder zusammen mit Louis Cartier besprochen hat. Mhm. Dass diese Modetrends existieren, wo wir genau wissen, heute leben wir in einer Welt, in der ja jeder Stil geht und sag ich mal, klassische Lederschuhe, Krawatte, eine Weste, ein Einstecktuch und so. Diese Dinge, diese Attribute sind eigentlich alle weg. Und das kann man schade finden oder auch gut. Ist ja auch cool, wenn man in der Jogginghose mal irgendwo rumlaufen darf. Ist ja völlig fein. Es sieht auch zum Anzug teilweise oder zum Jackett teilweise super aus. Aber jetzt kommt die Frage, okay, wie kann ich denn das braucht dann immer wieder einen Gegentrend. Ne? Ich brauche dann was zum Ausgleichen. Ich brauche Eleganz, ich brauche Opulenz, weil die Menschen lieben das und zelebrieren das. Und ich glaube, da kommt jetzt die nächste Generation der Uhren rein, die vielleicht wieder viel, viel ausgefeilter sind, viel mehr Edelmetalle feiern, viel mehr Diamanten feiern, viel mehr Schmuck feiern, weil ich damit eben noch einen Unterschied machen kann und auch ein Statement setzen kann. Und wenn du über Trends sprichst, wenn das der nächste Trend, dieser Schmuck, Verzierung und was irgendwie vielleicht auch was Individualistisches, mit dem ich mich ausdrücke, ich glaube, dass der Vorbote dessen, der aktuelle Trend in Richtung, auf TikTok nennt sich das Old Money, dieser Old Money Style. Ich glaube, dass, und das ist ja das Krasse, dass Cartier beides bedienen kann. Cartier hat definitiv den Old Money Style, aber Cartier hat auch diesen ausgefallenen Ich will mich ausdrücken Style. Und eine Frage, du hattest gerade die Quarzkrise angesprochen oder dann das, was danach gekommen ist. In der Quarzkrise hat Cartier als Gesamthaus, wir sprechen ja jetzt häufig oder zum Großteil nur über die Uhren, aber als Gesamthaus hat Cartier eine komplette Linie vorgestellt in der Zeit, Le Must. Ja. Kannst du dazu ein bisschen Kontext geben? Ich habe diese Le Must-Kollektion nie so richtig verstanden. Bis heute haben wir Must-Tanks zum Beispiel in der Sammlung. Wie ist das im Großen Ganzen einzuordnen? Ja, das war eben genau, also es war genau die Zeit, in der sozusagen die Uhrenmarken ja den größten Rückschlag in ihrer Geschichte hinnehmen mussten, nämlich der Beginn der Quarz-Ära und auch der Beginn eines reduzierten modernen Luxus, ja. Und ich erinnere mich dran, dass mir früher auch schon Leute gesagt haben, naja, bis in die 70er Jahre war es halt auch, waren ja mechanische Uhren immer nötig, ja. Es gab eben keine Alternative und es gab auch keine, also auch die Bahnhofsuhr war letztendlich mechanisch. Und gleichzeitig wir hatten dieses Jet-Zeitalter, ja. Wir haben so viel, plötzlich gab es so das Jet-Set und die Globalisierung. Luxus hat sich in den Jahren unheimlich verändert, ne? Die Leute haben die Uhren auch überall getragen. Die wollten halt Sport damit machen. Die wollten halt damit segeln gehen oder tauchen gehen. Der Tauchsport begann. Also all diese neuen Trends haben sich ausgeprägt. Und Cartier hat eben den Weg, und das haben viele Uhrenfirmen oder ich sag mal Schmuckfirmen auch gemacht, hat den Weg gemacht, eher sozusagen sich zu öffnen einem breiteren Publikum. Und das kann man natürlich dann nicht mit ultra feiner Mechanik, sondern es waren dann zum Beispiel Feuerzeuge, ja, also es war auch die Ära des Rauchens, ja, und Cartier ist halt nah am Menschen geblieben. Und ich glaube, es waren Feuerzeuge, es waren dann Uhren. Also man hat das so nach und nach aufgespaltet, aber hat daraus eigentlich eigentlich das Überleben von Cartier gesichert, würde ich mal heute so sagen, rückblickend, weil man eben breit war und immer noch in der Welt des Luxus. Und als die 80er Jahre dann kamen,
war das auf eine Art und Weise, also Wall Street, der Film, ja, Hauptdarsteller trägt eine Cartier Santos. Also in der Zeit ist es dann wieder opulenter geworden und manchmal muss man eben so ein bisschen ausharren. Und wir hatten das eben in den 2010er Jahren, erinnere ich mich noch darum, dass als dieser Hype um Mechanik wieder ging und alle plötzlich auf diese reduzierte Mechanik gestoßen sind, hat es Cartier auch nicht so leicht gehabt. Man hat die Mechanik schon auch gehabt und seine Kunden, aber man hat sich zum Beispiel in Deutschland total schwer getan. Ja, römische Ziffern hieß es damals, das verkauft sich nicht in Deutschland. Ja, und heute lachst du, wenn du dann in den Cartier-Store gehst oder eben zu euch und du lachst, weil du siehst die junge Crowd und die sagen sich ganz klar, ich will genau das. Also man muss diese Resilienz entwickeln und auch den Trends eben nicht hinterherlaufen, sondern man muss ganz klar sagen, ich setze dann ein Zeichen. Und ja, also zum Beispiel dieses ganze Thema, du hattest die Solarbeat angesprochen. Ja, veganes Leder, wie gehen wir eigentlich mit Leder in Zukunft um? Ne? Wir reden irgendwie von veganem Leben und dann knallen wir uns Lederbänder die ganze Zeit an die Arme, wo wir wissen, ja, ewig halten die nicht und sind die alle richtig gehalten worden, die Tiere etc. Also auch das ein Thema, dem sich Cartier annimmt. Klar, mit Stahlbändern kann ich das gut machen und mit Goldbändern, aber wie gehe ich damit um, wenn ich Designklassiker habe, die nun mal für Leder konzipiert sind? Also auch da muss ich Lösungen haben. Und Cartier scheut sich da auch nicht, neue Wege zu gehen. Man muss sowieso sagen, Cartier als Nukleus und als auch Führungsorganisation innerhalb der Richemont-Gruppe hat sich da, glaube ich, auch überdurchschnittlich eingesetzt. Und was bei Richemont auch mit Nachhaltigkeit passiert, ich glaube, die sind da schon ein Aushängeschild in der Industrie für. Zumindest so, wie ich die Nachhaltigkeitsreports gesehen habe oder das auch in den Nachrichten verfolgt habe. Ja, das war jetzt eher so der, ich sag mal, Kultur, wirklich Kulturimpact. Und es gibt ja wenig Marken, die wirklich Kultur, Popkultur so mitgestalten und auch da so angekommen sind, was eben Cartier auch zu einem ganz besonderen Fall macht in der Industrie. Aber die machen nicht nur das, die sind nicht nur, ich sag mal, Masse und eine Brand für die Masse, sondern, und das ist vielleicht so der Blick auch hinter die Kulissen, du warst schon da, wenn man in Le Locle ist, bei der Manufaktur, gibt's einmal die hochmoderne Manufaktur, wo sowohl Mechanik als auch Quarzwerke hergestellt werden. Aber es gibt auch das Metier d'Art. Kannst du dazu ein bisschen Kontext geben? Ja, das ist so ein bisschen bizarr fast, weil du hast dieses gelandete Raumschiff da oben in La Chaux-de-Fonds, das quasi Cartier ja auf die Glasscheiben geätzt hat als Schriftzug und du fährst da vorbei und es gibt ja viele kleine Manufakturen da und du siehst es an so einem leichten Hang, an so einer grünen Wiese und dann siehst du dieses Raumschiff und merkst natürlich, okay, was für eine Power eigentlich bei Cartier ist und die Hallen da drin mit den Fräsmaschinen, wie gesagt, da passen gefühlt 10 andere Manufakturen mit ihrer Power rein. Also das ist schon gigantisch und bei anderen Marken kann man es ja auch gar nicht besichtigen. Bei Cartier hat man vielleicht mal die Gelegenheit. Da geht man also durch diese Hallen und dann guckt man aus dem Fenster und dann sieht man unten so an der Straße, sieht man so ein, ja, sieht aus wie ein Bauernhof und es ist auch einer gewesen und da kann man dann hingehen und der ist auch streng bewacht und dann kann man da hingehen und dann merkt man, dass sie so einen Bauernhof aus dem, glaube ursprünglich 17., 18. Jahrhundert, dass sie den umgebaut haben und dort ja über 20 verschiedene Handwerkskünste zelebrieren, muss man wirklich sagen, wo Handwerker halt Dinge machen, die entweder ausgestorben waren oder die man eben wiederbelebt und wo man eben auch interdisziplinär mit verschiedenen, sage ich mal, Steinsetzern, Emailleuren und verschiedenen Uhrmachern versucht, eben einzigartige Stücke zu bringen. Und das zeigt halt auch so ein bisschen, wie die Welt sich sozusagen da verändert. Denn natürlich gibt es auch Einzelstücke bei Cartier. Und ganz, ganz, das hat sich eigentlich nie geändert, weil Cartier gilt ja als Juwelier der Könige. Das war der berühmte Ausspruch und König der Juweliere. Und man hat ja eben, der Erfolg basiert ja eben vor allen Dingen auf die höchsten Adelshäuser und Königshäuser, die bei Cartier bestellt haben, schon sehr, sehr kurz nach der Unternehmensgründung 1847. Also in den ersten 20 Jahren ist da so viel Adel reingeströmt, wie man sich nur vorstellen kann. Und natürlich heute, ich würde mal sagen, der Geldadel vor allen Dingen, aber auch die Leute, die sich wirklich mit Uhren intensiv auseinandersetzen, finden eben sensationelle Stücke dort. Und ich war damals da mit Rob Report noch, jetzt Swiss Watches war selber mit einem Team nochmal da und ich habe es vorhin auch noch bei mir angeguckt.
Zum Beispiel das Thema Holzmarketerie, ja, was wir so von Möbeln kennen, also Einlegearbeiten von Holz. Aber wenn du dir so einen, einen Löwenkopf oder einen Pantherkopf anguckst, der aus zig verschiedenen kleinen Stroh- oder Holzstückchen zusammengesetzt ist, dass es dann eine genaue Nuance gibt, teilweise tagelange Arbeit, dann gibt's eigene Sägen, die man entwickelt hat, damit man diese ultrafeinen Teilchen setzen kann. Das ist unglaublich. Und zeigt eben auch, dass man nicht nur, und das ist immer die Gefahr, ne, wenn der Erfolg da ist und man weiß, man könnte jetzt mit einer solarbetriebenen Tankuhr, kann man Erfolg haben, dann ist die Gefahr immer, dass irgendwann einer sagt, oben im Controlling, Leute, wir machen jetzt solarbetriebene Quarzuhren. Und diesen Gegenpart zu sagen, wir machen genau dasselbe, wir investieren auf der anderen Seite, das, die älteste Technik, die man jetzt wieder entdeckt hat, das ist so eine Granuliertechnik, wo man, das hat man auf alten etruskischen Königsmasken, glaube ich, gefunden. Und da hat man kleine Goldkügelchen auf Gold gesetzt. Und wenn man sagt, ja, man will Gold auf Gold setzen, dann muss man sich ja fragen, wie geht das denn? Weil wenn man das, haben wir beide denselben Schmelzpunkt. Das heißt, man braucht ein Trägermaterial, das wegschmilzt, um dann mit diesen zwei Materialien miteinander zu verbacken. Und so hat man Zifferblätter mit so einer Granuliertechnik entwickelt. Da reden wir hier von mehreren tausend Jahren Entwicklung, die dazwischen liegt, um das auf Uhren zu bringen von einer Totenmaske. Und dasselbe hat man übrigens auch mit jetzt inzwischen mit Emailkügelchen geschafft. Da gibt es auch tolle Beispiele. Da merkt man erst, dass man sagt, nee, hier sind Leute nicht daran interessiert, jetzt einfach nur kurz Business zu machen und zu sagen, ja, das ist jetzt gehypt, wird ja mal gerne kritisiert dann. Sondern zu sagen, nee, die denken da schon zwei Generationen weiter. Und diese Variabilität der Marke Cartier ist auch, glaube ich, das, was ja auch dann wieder zu dem Erfolg verholfen hat, der aktuell anhält und, glaube ich, auch in der Zukunft da sein wird. Weil, wenn ich mich daran erinnere, wir haben uns das letzte Mal bei der Watches and Wonders in Genf gesehen. Das war ja auch ein richtiges Fest. Klar, die haben dann die normalen, die haben die Santos in grün gebracht und dann auch noch ein blaues Blatt. So ein bisschen auch Iteration eben in der breiten Kollektion. Aber das meiste, worüber gesprochen wurde, waren eigentlich Cartier-Privé-Produkte. Tank Normal, die in Platin gebracht wurde, oder die skelettierte Santos Dumont, was also wirklich, wir stimmen aktuell für die Alte Awards ab, in der Statement Piece Kollektion. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da was gewinnen wird, weil das zeigt einfach, ja, die Marke schafft es unter einem Dach, und das kann vielleicht sonst nur Patek, Quarzuhren, die super beliebt sind, und eben High Horology, Next Step, Handwerkskunst in die Uhren zu bringen und dadurch vielleicht auch schon die Trends von morgen anzutesten. Ist Privé, würdest du sagen, dieses Craftsman, diese Handwerkskunst und dieses kleine Auflagen, ist das so auch für die irgendwie eine Test, eine Spielwiese, um zu gucken, was vielleicht in der Zukunft kommen könnte? Ich glaube, es gab immer diese Bandbreite an Kunden einfach bei Cartier, ne? Weil du darfst ja nicht vergessen, und das ist eben der Unterschied zu vielen Uhrenmanufakturen, du hast halt dieses ganze Schmuckuniversum ja noch on top. Also das ist ja immer mit drin, abgesehen jetzt von Accessoires und sonstigen Dingen, die natürlich auch über Cartier laufen. Aber es ist halt immer noch eine riesen Schmuckmanufaktur auch. Und dadurch hast du halt eine Klientel, die sagt, naja, also ich habe jetzt ein Collier gekauft, irgendwie hier für mehrere hunderttausend Euro. Da muss natürlich die Uhr auch dementsprechend passen. Also Diamanten und Diademe und so weiter. Und das war ja immer mit drin. Was ich auch beeindruckend fand, und das für mich ist das gerade mit der Santos Dumont, wir sprachen drüber mit der diese Skelettierung in der limitierten Version, wir sprachen über den Mini-Aufzugsrotor. Auch da, ne, ein Aufzugsrotor ist ein Aufzugsrotor, sagt man, ne? Und dann sagt man, nee, wir machen daraus ein Flugzeug. Dieses Flugzeug, also der Santos Dumont galt ja eigentlich als Erfinder der Fliegerei, bis die Gebrüder Wright, was ich mal nochmal nachlesen musste, haben das zwar erfunden, aber die haben im Geheimen gearbeitet. Das heißt, bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts haben die Menschen gedacht, Santos Dumont wäre der erste Mensch gewesen, der ein Flugzeug geflogen hat. Er hat es dann auch später ja geflogen, aber eine irre Geschichte. Und ich sage mal, ne, es geht ja bei der Uhr darum, dass in jedem Detail, jede Schraube, jede Brücke, jedes Element muss sozusagen diese Geschichte atmen, damit du auch als Fan am Arm, wenn dich jemand fragt, warum trägst du diese Uhr, das auch genauso begründen kannst und sagst, ja, guck mal hier, das erzählt hier 150 Jahre Uhrmacherei oder in dem Fall eben jetzt gut 120 Jahre. Und für mich ist das eigentlich
diese Bandbreite, die so entscheidend ist, die mich einfach an Cartier so beeindruckt, und dass du irgendwo reinstichst und immer wieder plötzlich so ein halbes Buch, so ein halbes Coffee Table Buch dir entgegenfällt. Hier liegt ja das Tank Buch. Ja, es ist halt ein Buch über eine Tank. Welche Marke kann das schon machen? Ja, das gibt's kaum. Das ist so. Welche anderen Modelle? Also ein Beispiel, was aktuell auch auf Auktionen unfassbar einschlägt, ist natürlich die Crash. Die hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen, inspiriert von einem, ich glaube, zerbrochenen, überfahrenen Autoreifen. Findest du nirgendwo anders, sowas gibt es nur bei Cartier. Ich glaube, Cartier London hat die, glaube ich, damals entwickelt. Ja, ja. Gibt es sonst noch Modelle, wo du sagst, das sind vielleicht so Geheimtipps, dass man da hinguckt in die Richtung, sollte man auf dem Schirm haben? Oder vielleicht hast du da auch die Hoffnung, dass die in den nächsten Jahren zurückkommen, weil du es dir gut vorstellen könntest? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, Cartier ist ja auch dafür bekannt zu überraschen. Also jetzt waren die letzten Jahre eher dazu da, oder glaube ich, die letzten Dekade war dazu da, diese ganz vielen Klassiker Jahr für Jahr den Leuten nach vorne zu bringen. Und also ich erinnere mich auch noch daran, dass man bei der Crash auch sagte, so ja, gab's halt mal. Und dass sie jetzt so gehypt ist, liegt zum einen natürlich erstmal an der extremen Seltenheit der historischen Modelle, wenn man sich die Artikel dazu durchliest. Dann an der Schwierigkeit, okay, wie baue ich die überhaupt? Also die ist halt einfach auch in der Herstellung schwierig gewesen und durchaus schräg. Also es gibt ja diese zwei Anekdoten. Die eine ist der Unfall sozusagen an der Uhr und als Inspiration. Der andere waren auch die Salvador Dali-Gemälde mit den zerlaufenden Uhren, die ja nun auch inzwischen schon, sage ich mal, Postermotiv geworden sind. Da gibt es also verschiedene Theorien. Aber auch da merken wir ja schon wieder, dass es weggeht von, also es geht um, es muss extrem auffallen am Arm, ne, sonst würden sich die Leute sowas nicht kaufen, weil ich glaube, auch die Sammler heute tragen sowas. Und auf der anderen Seite muss es eben irgendwie geschichtlich verankert sein. Und da gibt es eben nicht so viele Möglichkeiten. Wenn man sich jetzt mal die Uhren anguckt, ich glaube, Cartier wird philosophiert. Ich glaube, Cartier wird weiterhin jedes Jahr versuchen, eine Ikone weiter zu schärfen. Also wir haben jetzt die Tank sehr stark gesehen in den letzten Jahren, waren natürlich auch Jubiläen da. Wir haben jetzt auch nochmal die Tank Europäen gesehen. Cartier wird aber auch neben diesen Klassikern, und ich glaube, die Pascha ist eine Vermutung, könnte in den nächsten Jahren nochmal was erleben, weil wir eben gerade, klar, man muss jetzt nicht Gerald Genta noch feiern, das brauchen die nun ganz bestimmt nicht, weil der Mann ist einfach eine Legende, aber ich glaube, diese Art von Design werden wir wieder sehen, also ich würde mal jetzt eher in dieses etwas spielerische Design gucken, und ich würde also auch mir das Thema Materialien angucken, ne? Wir haben das bei der Tank Europäen gesehen, Platin bei Cartier, ja, ist ein Riesenthema, weil Cartier war die erste Manufaktur, und das ist geschichtlich auch bezeugt, die überhaupt mit Platin sich auseinandergesetzt hat. Das war unheimlich schwierig zu verarbeiten, das Material damals, noch viel mehr als heute. Es war, ist ja gleich selten geblieben, aber es war damals wirklich ganz wenigen vorbehalten, und Platinuhren auf Auktionen, wissen wir, erzielen unglaubliche Werte teilweise. Aber Cartier ist wirklich der Master of Platin gewesen im frühen 20. Jahrhundert und hat immer wieder Produkte dazu rausgebracht. Also ich glaube, wir werden das auch erleben, dass also Platin als Material gerade nochmal massiv zurückkommen wird. Und dann müssen wir halt sehen, wie wird Cartier sozusagen in Zukunft mit den Modellen umgehen, die man eben jetzt vor vielleicht ja 10 Jahren hatte. Also ich kann mir eine Calibre, eine Runde Cartier wieder gut vorstellen. Also die Ballon Bleus gesetzt natürlich. Es sind die verschiedensten Modelle sind eigentlich gesetzt. Aber ich glaube, dass Cartier vorsichtig da vorgeht. Jetzt haben wir im Moment ja auch einen Markt, der gerade mal wieder Luft holt. Ja, also der Vintage-Markt hat sich sehr verhalten, verändert. Also jetzt müssen wir ein bisschen abwarten, was so die nächsten Monate bringen. Aber ich glaube, es sind sehr viele da draußen, auch gerade Händler, die so ein bisschen Gewehr bei Fuß stehen und sagen so, okay, jetzt muss was kommen. Also die Uhrenindustrie muss liefern, spätestens der Watches and Wonders, damit die Leute bei Laune bleiben, weil es gibt ja natürlich inzwischen eine riesen Fangemeinde und auch eine riesen Fangemeinde, die jährlich sich eine Uhr kauft. Und da ist natürlich Cartier immer vorne mit dabei. Und genau das ist ein Punkt, der es für mich irgendwie zusammenbringt. Du hattest eben gesagt, dass Cartier darauf achtet, dass das Trageerlebnis super ist. Seitdem ich diese Uhr habe, muss ich wirklich sagen, hat die, glaube ich,
80%, 70% der Tragezeit bekommen. Also das wirklich vom Trageerlebnis her, muss ich wirklich sagen, bin ich extrem glücklich damit. Und ich glaube, auch das ist so für uns jetzt, für mich aus Händlersicht, wahrscheinlich der nächste Schritt ist wirklich zu sagen, wie viele der Kunden, die einmal eine Cartier kaufen, werden denn auch zu treuen Cartier-Kunden und gehen dann als nächstes, wenn sie sich einmal die Santos gekauft haben, welche Tank kommt dann in die Sammlung? Mittlerweile dann mit der Française, die neu aufgelegt wurde, hast du da richtige maskuline Größen drin, dass du sagst, das war früher eine Damenuhr, aber nein, das ist jetzt eine Herrenuhr, die du so nirgendwo anders kaufen kannst. Oder du hast eine Ballon Bleu, die wahrscheinlich die rundeste Uhr der Industrie ist, einfach in ihrer Rundung super edel und elegant. Du hast ja so viele Möglichkeiten und ich glaube, dass das ein spannender Punkt sein wird, wie schafft Cartier es, die Kunden dazu auch zu bringen, dass sie sagen, ey, ich will nicht nur eine Cartier haben. Ich glaube, dass das zum Beispiel einer der Erfolgsfaktoren bei Rolex zum Beispiel ist. Oder auch bei Omega, wo du wirklich ein Portfolio hast, wo du es wirklich schaffst, dass du sagst, ja, eine Speedmaster und eine Seamaster, das passt einfach zusammen. Eine Submariner und eine Datejust für verschiedene Anlässe und dann noch eine Daytona, wenn ich sie dann bekomme, dann kannst du Sammlungen draus bauen. Und ich glaube, dass das der nächste Schritt jetzt für Cartier speziell ist. Aber am Ende entscheide ja nicht ich, sondern Cartier entscheidet eher, was als nächstes kommt. Und das ist spannend. Also, das ist ein total spannender Hinweis nochmal mit dem Thema, wie baue ich mir eine Sammlung auf und wie gehe ich da eigentlich vor? Und das ist natürlich bei einer Marke wie Cartier erstmal einfach, weil ich habe diese Varianz, weil ich ja auch, da ist Rolex ein guter Vergleich, weil man sagt, okay, ich kann in den Taucheruhren, kann ich mich vertiefen, aber ich kann halt auch quer schauen durch die verschiedenen Segmente. Ich finde, es kommt immer darauf an, wo ich einsteige. Ich denke so, der beste Einstieg ist wahrscheinlich so, okay, ich will einmal, und da ist die Santos oder die Tonk, je nachdem, welcher Typ man auch ist, sind ja super Einstiege und ich kann halt mit einer Alltagsuhr einsteigen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil die Leute wollen Daily Wearer. Und dann kann ich eben sagen, okay, ich gehe in dieses Segment Privé, also ich gucke mir sozusagen selektierte Modelle an, aber ich kann auch in dieses Segment gehen und sagen, ich möchte nochmal was Elegantes in der gleichen Serie, ich möchte, möchte was Schwarzes, also ich möchte noch sportlicher sein. Es ist auch interessant, natürlich für Paare, oder es ist auch interessant, in dem Zusammenhang am Ende des Tages Unisex, ja, ich kann sehr weiblich sein, ich kann sehr männlich sein, als Paar kann man sagen, ich kann mir auch Schmuck dazu kaufen, ich kann da zusammen auch einkaufen gehen, auch das ist ein Erlebnis, was ich immer wieder höre, was nicht ganz unwichtig ist, also das finde ich interessant. Und wenn man auch dann wiederum guckt, selbst wenn man, sage ich mal, mit Quarz anfängt, hat man die Möglichkeit eben zu sagen, okay, mein Ziel ist vielleicht, meine skelettierte Santos zu haben. Ich erinnere mich noch daran, diese Anekdote muss ich noch loswerden. Ich erinnere mich noch daran, dass damals Cartier, als dieses skelettierte Uhrwerk vorgestellt wurde, wo ja das erste Mal man gesagt hat, nein, wir schneiden jetzt nicht Teile von einem Uhrwerk weg, was ja der Begriff der Skelettierung bedeutet eigentlich, sondern wir nehmen die Ziffern, die römischen Ziffern, und machen daraus Brücken, die das Werk tragen, aber das sozusagen nicht die Ablesbarkeit der Stunden gewährleistet habe, aber gleichzeitig mir das sozusagen auch meine Zahnräder zusammenhält. Und da ist Cartier damals sehr vorsichtig an Fachjournalisten rangegangen. Ich weiß noch, ich habe da ein Meeting in München gehabt, da hat man dieses Werk, nur das Werk gehabt und gesagt, könntet ihr euch das vorstellen, dass das was ist, was die Kunden anspricht? Ist das glaubwürdig? Und wir haben uns das angeguckt und dachten einfach so, was erzählen die da? Das sieht irre aus. Das ist eine ganz andere Art ranzugehen. Man darf ja auch nicht vergessen, wir reden jetzt hier von, da sind jetzt wieder 15 oder 10 Jahre ins Land gegangen. Da gab es diese aufgerissenen Zifferblätter, wo die Leute sagten so, hey, guck mal hier, das passiert im Uhrwerk. Gab es noch gar nicht. Und da auch da hat Cartier sehr elegant, ganz im Cartier-Stil sagen, wir machen die Uhrwerke auf und zelebrieren das aber so, dass es eben nicht aussieht wie, okay, da hat einer vergessen, das Zifferblatt einzusetzen, sondern dass man eben gesagt hat, nee, das muss in unserer DNA verankert sein, weil man das natürlich früher nie gemacht hätte, weil die Uhr war ein Alltagsgegenstand und der Santos wollte halt, wenn der Ballon geflogen ist, vor allen Dingen die Zeit schnell ablesen oder seine Wettbewerbe gewinnen, an denen er ja auch teilgenommen hat und wo er auch gewonnen hat. Und im letzten Jahr, meine ich, haben sie das skelettierte Werk oder mit anderen Farben auch noch vorgestellt. Also scheint auf jeden Fall nicht verkehrt gewesen zu sein und scheint auch gut angekommen zu sein. Sodass wir uns echt drauf freuen können, was als nächstes kommt. Ich glaube, ja, du hast es eben gesagt, die Uhrenindustrie, wir als Händler oder auch die Community steht bereit und wartet darauf, dass was kommt. Und ich glaube, Cartier hat wieder das Potenzial, uns zu überraschen. Wir werden bei der Watches and Wonders sehr gespannt sein und auch unter des Jahres. Das ist nämlich auch so eine Sache, vielleicht von mir der letzte Punkt.
Als sie die Tongue Française vorgestellt haben. Bei Cartier ist immer das Ganze. Ich finde, diese Marken, das hatte ich damals bei IWC, als ich da war, hatte ich auch dieses Gefühl des Luxus, was eine Marke mir gibt. Das ist nicht nur das Produkt, aber auch wenn ich so, wie so ein Launch stattfindet, wie eine Website designed ist. Ich finde, wie die Tongue Française vorgestellt haben, mit dem Rami Malek als Hauptdarsteller, um die Uhr auch maskulin, irgendwie maskulinen Menschen vorzustellen, mit dem Regisseur Guy Ritchie dahinter in Paris, ikonischer geht's nicht, sehr, sehr charmant, sehr, sehr cool und wie ich finde, gibt das schwingt für mich total mit, ne? Also die Kommunikation rund ums Produkt, das gibt einfach dieses Luxusgefühl und da gibt's wenig bessere als Cartier, würde ich sagen, oder? Ja, also wie Cartier mit seinen Kunden dann auch umgeht und das ist ja eigentlich auch noch ein Teil, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Es wäre ein eigenes Universum, aber ich erinnere mich noch dran, als die neue Santos eben vorgestellt wurde. Damals sind wir nach San Francisco geflogen, was natürlich auch toll ist. Wir waren in so einem Hangargebäude unterhalb der oder in der Nähe der Golden Gate Bridge und da haben die das zelebriert, da haben die Stars aufgefahren. Ich bin fast vom Glauben abgefallen, was das für eine Party war. Und auch das gehört ja dazu, dass du einfach sagst, in welches Lebensgefühl kaufe ich mir ein? Was bietet mir die Marke abseits von tollen Produkten? Weil das macht ja letztendlich diesen Esprit von Cartier aus, dass du sagst, ja okay, aber die ganzen Stars, die da aufwarten, na, sind die denn überhaupt Kunden oder sind die jetzt einfach nur bezahlt? Und für mich ist das interessant, weil wenn man sich anguckt, natürlich gibt es Marken, die vielleicht die ersten Sport-Testimonials oder sonst was haben, aber Cartier hat ja mit dem Santos Dumont in 1904, der ein Freund von Louis Cartier war, die sich getroffen haben, der ja eben auch eine Modeikone damals war, hat der sich halt, das passte so perfekt. Und es gibt ja die Anekdoten, wie der Santos Dumont dann sein Luftschiff irgendwie in Paris an der Straßenlaterne festgemacht hat, da runtergeklettert ist und irgendwie spazieren gegangen ist. Ich meine, man muss sich diese Flamboyanz mal vorstellen, für heutige Zeiten. Und da gibt's nur wenig, was man heute so dagegen setzen kann. Insofern, glaube ich, ist auch diese Craziness in der Marke und dieses Potenzial dazu eben zu sagen, ja, wir können Alltag, ne, das ist der wunderbare Begleiter, wenn du normal bist, aber erinnert dich immer so ein bisschen so an das, was du auch alles noch im Leben hast und was du noch alles so an verrückten Sachen vielleicht gemacht hast. Und das schwingt damit und das spüren die Leute, weil man es eben nie unterdrückt hat, weil man immer gesagt hat, ja, wir sind ein Unternehmen, das diese Geschichte hat. Und wie gesagt, die Prominenten, wir haben schon ein paar angesprochen. Andy Warhol hat ja mal gesagt über seine Tongue, dass er gesagt hat, naja, natürlich stelle ich die nicht. Also ist ein bisschen arrogant. Natürlich stelle ich die nicht. Die ist einfach eine Ikone. Die trage ich einfach am Arm. Ja, ich will die einfach am Arm haben. Und es ist so, das ist auch so dieses, ist mir doch egal, wie spät es ist. Ja, so, das kann man eben mit Cartier erzählen. Und und ich sage immer, jetzt müssen wir uns wieder in die Jetztzeit zurückdenken. In unserer total durchgetakteten Zeit. Weißt du, es ist kurz vor Weihnachten. Ja. Die Leute sind total im Stress. Alles digital. Ja, was ist, wir sind hier am Reden über Kontinente hinweg. Und dann hast du diese Verankerung und diese Ruhe und sagen, Leute, alles nicht so hektisch, ne, ist nicht so ganz wichtig, wie genau, wie viel Uhr es jetzt genau ist. Wir gucken einfach mal. Und es gibt so einen charmanten Exit. Und das ist Cartier. Und deswegen sind diese Uhren als lebenslanger Begleiter auch so begehrt. Weil man sich damit eben in so eine, it's a class of its own, it's a universe of its own. Und das schaffen nur wenige. Und deswegen bin ich da auch totaler Fan. Auch wenn ich sagen muss, ich habe noch keine Cartier. Ich würde wahrscheinlich zur Santos greifen im Moment, weil ich einfach, das ist eine wunderbare Alltagsuhr. Und ich finde gerade das kleinere Modell auch für ein schmales Handgelenk super. Aber ich wüsste sofort, ich bräuchte dann auch sofort eine Tongue. Weil ich dann sagen würde, wenn ich in die Oper gehe, also gehe jetzt nicht so viel in die Oper, muss ich gestehen, aber wenn ich einen eleganten Abend habe oder jetzt kommen die Feiertage und du sagst einfach, welche Uhr willst du denn über Weihnachten tragen? Dann willst du jetzt nicht mit der Sportuhr, die du dir geleistet hast, weil du so cool bist, sondern dann sagst du doch, komm, jetzt bin ich in der Familie, jetzt muss ich hier niemand was beweisen, jetzt trage ich die Tongue, weil das ist einfach die leichteste Art, eine Luxusuhr zu tragen. So und weißt du so, und dann fängt's an und dann bist du schon mittendrin und kommst nicht mehr raus. Deswegen bist du noch nicht eingetreten. Ich verstehe schon. Aber komm gerne mal in Berlin vorbei bei meinen Kollegen bei Altair. Da können wir die nochmal alle ineinander legen. Da finden wir schon was. Und sonst freue ich mich, wenn wir uns natürlich in Genf sehen. Vielleicht beim Cartier Pavillon. Lohnt sich. Okay. Für euch
Noch zur Info, ich habe die Beiträge, die wir angesprochen haben bei Swiss Watches Magazine, alle in die Shownotes bzw. in die Videobeschreibung gepackt. Klickt da drauf und taucht weiter in dieses eben angesprochene Universum ein. Es gibt, glaube ich, keine Publikation, da bin ich fest von überzeugt, deutschsprachig, aber hier auch englischsprachig, die so fundiertes Wissen, wie ihr es jetzt vom Jörn kennengelernt habt, so charmant und so umfassend zusammenfasst wie Swiss Watches Magazine. Schaut da echt rein, es lohnt sich. Und falls ihr Ergänzungen, Fragen, Anmerkungen habt, haut in die Tasten, gerne in die Kommentare, bewertet hier die Folge und ja, zeigt uns, dass das echt ein cooler Talk war. Mir hat's riesig Spaß gemacht. Jörn, das war eine Stunde voller Enthusiasmus, so soll das hier sein im Podcast und das zu so einer speziellen Marke wie Cartier. Danke für deine Stories, danke für dein Wissen, danke für deine Zeit. Hat riesen Spaß gemacht. Ich bedanke mich. Es hat mir auch ebenso Spaß gemacht. Ich wünsche dir jetzt wahrscheinlich dann demnächst geruhsame Weihnachtstage. Und ich freue mich natürlich auch auf Feedback jederzeit und Fragen. It's the universe und man hört nicht auf, darüber zu reden. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Vielleicht demnächst bald mal. Ich mich auch. Ich mich auch. Alles gut. Macht's gut. Ciao.